Tag, Leute, ich begrüße euch zu einem weiteren Famarama-Video. Und zwar ist, der war schon so lange nicht mehr Baby Boom Day. Zuletzt war der, glaube ich, vor 3 Tagen. Jetzt findet er schon wieder statt. Ja, und zwar zum Zuchtquest-Event, zu den Neonstellen. Ist ja Mittwoch das Event gestartet. Näheres, wenn sie überhaupt fragt, was ist denn das wieder? Wie funktioniert das Ganze hier? Was sind Neonstelle? Da könnt ihr gerne ins passende Video da von mir reingucken. Link auch nochmal in der Beschreibung drin, beziehungsweise auch weitere Tipps und Tricks rund zum den Baby Boom, beziehungsweise zur Zucht. Auf jeden Fall, ja, züchte ich jetzt also auch ein bisschen, weil ich dann schlussendlich irgendwie doch gerne diese Neonstelle haben möchte, weil erbauen werde ich mir die sehr, sehr schwer können. Also züchte ich, auch wenngleich ich nicht so viel Superfutter habe und gerne noch einiges für die kommende Biberzucht hätte. Wie löst man so ein Problem? Richtig, man kauft Tulpenkult. Nein. Ja, blieb mir unter Anführungszeichen also nichts anderes übrig. Damit werde ich dann wahrscheinlich irgendwann mal Superfutter kaufen, weil sonst verzüchte ich jetzt alles. Ist eine Zwickmühle. Man möchte eine Neonstelle, aber auch Superfutter für die Biberzucht. Mensch, so überredet man Leute, Tulpkulten zu kaufen. Gut gemacht, Big Points. Ja, wie auch immer, starten wir also rein. Was kriege ich so raus? Vielleicht kommt dann doch das ein oder andere gute raus. Würde natürlich mir nicht schaden. Zum Erwähnen, dementsprechend züchte ich mit Ziegen, Hasen und auch Hühnern. Unglaublich viele Zuchtställe habe ich allerdings nicht aufgestellt. Aber da ist eine Zwergziege und eine Angora-Ziege schon mit dabei und das ist schon nicht so schlecht. Das war's mit Runde 1. Nein, wilde Wiese. Da steht auch noch was, aber sonst nichts mehr irgendwo. Ja. Da sind noch ein paar, ja. Ziegen brauche ich noch eher am wenigsten, aber Hühner habe ich praktisch nichts und Hasen eigentlich auch nichts. Um es mal so auszudrücken. Aber die Zwergziege und Angora-Ziege, die war so. Es geht ja in Gegenwert dieses Mal. Von daher, umso besser, wenn was Hohes bei rauskommt dieses Mal. So, was kriege ich hier? Ja, toll. Ja. Wieder nix. Gut. Ja, dann hau ich die Buden wieder voll. Mal schauen, für wie viel es reicht. Wird sich wohl dann noch nicht ganz ausgehen. Okay, bis gleich. Runde Nummer 2 zur Mission Neonstelle hier. Und die Hasen sind nicht nur hier, weil ja, Ostern ist. Nein, das dauert noch ein bisschen, sondern weil die Hühner, die Ziegen habe ich fertig. Bisschen bekloppt bin ich übrigens wirklich. Ja. Ich hatte gedacht, den Neonstall kriegt man, wenn man das hier komplett fertig hat. Bei den Ziegen kriegt man das schon hier. Dann bin ich doof. Sehr schön. Na dann, geht es ja schneller als gedacht. Und hier beim letzten kriegt man das Item. Also, Ziegen habe ich, mit den Hasen geht's also weiter und los. Was kriege ich aus den unglaublichen 4 Zuchtstellen? Wieder. Und 3 normale Hasen. Super, oder? Nein. Okay, dann muss ich die wilde Wiese jetzt hier ein bisschen rausreißen. Was kriege ich hier raus? Wieder. Oh, Kuschelhasen, naja. Noch nichts Berauschendes. Ja, noch schlechter. Naja, da kriegt man mal der hier. Der Angsthase. Falsche Hase hier. Immerhin. Wieder. Ja, also muss man schon sagen, viel schlechter hätte es nicht laufen können. Okay, also mit den Hasen könnte es sich noch etwas ziehen. Nächste Runde also mit Hasen. Was denn sonst? Ja, Runde Nummer 3 und es läuft besser als gedacht. Ich habe jetzt auch schon, ging sich tatsächlich mit den vielen Widdern hier, der Hasenstall aus der Neonstall. Geht also wirklich schneller als vermutet. Die Frage der Frage jetzt hier, bekomme ich wieder? Schlechteste Wortwitz aller Zeiten, egal. Starten wir rein mit den unglaublichen 4 Zuchtstellen mit, wie vielen wieder? Starten wir mit, oh Gott. Naja, 3 Kuschelhasen sind mit dabei. Kann ich mal so schlecht hier. Und den Gänsestall hier auch direkt mit abgeerntet. Ja, auch nicht schlecht. So. Dürfte sich hoffentlich, wenn nicht alles wieder völlig Katastrophe hier läuft, sollte es sich ausgehen hier mit den Hasen jetzt auch dann. So. Ja, vielleicht auch doch nicht hier.
Jetzt hier, jetzt will ich einen Osterhasen sehen hier. Träume ich. Es wäre schon Angsthase schön. Oh Mann. Das höchste der Gefühle war ein falscher Hase. Na gut, bei den Hühnern war das höchste. Bei den Ziegen. Eine Zwergziege immerhin. Naja, Hauptsache das Event kriegen wir halbwegs durch. Dann passt das schon. Dann fülle ich die Buden wieder auf. Ich denke schon mit Hühnern. Oder? Die Hühner sind schon platziert in den Zuchtstellen. Das heißt also mit viel Mühe, Not und vor allem der Kraft des Marktes habe ich die Hasen bezwungen. Ja, also mir hat ein bisschen was gefällt, das habe ich auf dem Markt einfach gekauft. Für leider viel zu viel Muspenny. Egal. So, starten wir rein. Weiter geht's mit den lieben Hühnern und den 4 Zuchtstellen. Braun, 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 braun. Geht's jetzt so weiter hier? Ja? Und ein Verrückter so. Da wird's ja bekloppt, Wahnsinn. Und ein Seidenhuhn war mit dabei. So, wilde Wiese. Was bekomme ich? Reicht es? Wahrscheinlich nicht. Da müsste jetzt schon mal Schönes bei rauskommen. Ne, es reicht nicht. Es kommt noch eine Runde. Ich verspreche es euch. Oder? Oder? Ja. Aber sowas von hier. Ja, aber sowas von. Okay. Gut. Naja, dann bis gleich zur... Ich weiß gar nicht mehr, wie viele Runde das ist. Vierte oder fünfte? Ja, ich keine Ahnung. Die Widder haben mich zu viel verwirrt. So, verwirrt geht's weiter mit den Hühnern. Ja, vielleicht ist es, ich denke schon, für die letzte Runde, wenn es halbwegs gut läuft. Das Ding ist ja allerdings, selbst wenn ich jetzt ein goldenes Huhn kriege, hilft mir das im Prinzip nichts, denn wenn ich das abgebe, bin ich mehr als nur bekloppt, denn ja, dann gebe ich viel zu viel an Gegenwert ab und das bringt mir nichts, weil das ist weg sozusagen. Das geht also nicht in die nächste Stufe über. Einziges Manko sozusagen bei diesem Event her. Gut, wie auch immer, Hühner ab. Jetzt will ich gar, kein goldenes Huhn kriegen. Brauche ich nicht. Aber ein Suppenhuhn. Sehr schön. Und verrücktes. Und braune natürlich. Und noch ein Suppenhuhn. Das ist übrigens unglaublich viel wert jetzt auf dem Markt. So, ich glaube 350.000 oder so. Über 300.000, unglaublich. Ich glaube aber dennoch nicht, dass ich nach dem Event noch züchte, weil ich brauche das Superfutter einfach. Für die Biberzucht, wie gesagt. So. Was kriege ich jetzt hier noch raus? Und zwar bekomme ich jetzt hier noch braune Hühner. Okay, schauen wir kurz mal rein. Das dürfte sich doch jetzt ausgehen, oder? 25.000 an Gegenwert. Suppenhühner bringt 20.000. Ja, das dürfte machbar sein. Schmeiß mal einen Suppenhühner. Nein, doch nicht. Zwei will ich nicht reinschmeißen hier. Eins, boah. Verschenke ich quasi fast einen Suppenhuhn hier. So, 3 habe ich minus von 700. YOLO. Gibt übrigens auch viele Moosbänne hier. 125.000, das ist auch eine schicke Sache. Und 35.000 Gegenwert. Kein Problem, kein Problem. Ich schmeiße da übrigens mehr oder weniger immer blind rein. Ich kann es mir ja nicht mal leisten, aber egal. So, braune Hühner 13 und damit habe ich das Event durch. Schön war's. Ich habe die Neonstelle, ich habe die Ranke. Nee, Quatsch. Hier geht's ja noch weiter. Nein! Was? Jetzt brauche ich nochmal einen Gegenwert, was? Oh. Ich dachte, ich bin durch. Okay, es gibt noch eine Runde. Warte mal, was? Was widere ich denn da? Was widere ich denn da hier? Es ist ein Widder. So, dann brauche ich auch. Ja, weiter geht's also. Das habe ich echt nicht gewusst vorher. Kein Scherz. So, dann geht's halt weiter. Gerne doch, mehr oder weniger, wenn was Gutes bei rauskommt. Mit Hasen. Besser gesagt, mit Widder wahrscheinlich. Aber okay, ich verspreche es, ich verkneife mir jetzt möglichst jeden blöden Wortwitz für Widder. Starten wir rein mit was denn? Ja. Immerhin Kuschelhasen dabei, Kuschelhasen. Und natürlich, ihr wisst was, Kuschelhasen. Einige wieder. Oh Mann, jetzt habe ich so gesagt. Nein, das war jetzt nicht mal Absicht. So blöd kann schon gehen. So, hier sind noch unglaubliche 4 Ställe. Zuchtställe. Ja, ich weiß nicht, ob das reicht jetzt hier für die Hasen. Wahrscheinlich nicht. Ah, das Superfutter geht mir auch aus hier.
Oh Mann, so blöd kann es manchmal wirklich laufen hier. So Hasen, komm, mach mich jetzt hier nicht schwach. 64.000, das sind die Ziegen. Ja, 54.000, das ist immer noch ein bisschen viel. Ja, das wird nie im Leben reichen. Wahrscheinlich werde ich mir irgendwas vielleicht auch noch dazu kaufen. Okay, ich fülle die Buden mal weiter auf. Das Blöde ist, ich dafür die super 15-Minuten-Grenze nicht. Ja, übertreffen. Von daher geht es jetzt schnell weiter. Und ein zweiter Teil, der eine Minute dauert, wäre auch ein bisschen blöd. Ja. Runde 7 mit Ziegen. Und zwar habe ich jetzt, man werf einen Blick auf meinen Moosbinnenstand, alles unternommen, um diese blöden Hühner und Hasen fertig zu kriegen. Boah, viel Moosbinne habe ich nicht mehr, von daher muss ich jetzt mehr oder weniger alles mit Ziegen hoffentlich ausgehen. Wird sich nicht ausgehen, aber ich habe kein Superfutter mehr. Interessante Situation, werde ich mir noch eins kaufen müssen oder reicht es jetzt hier? Jetzt wäre ein hohes Zuchttier doch angebracht. Ja, immerhin mal eine Angora-Ziege. Aber das reicht, glaube ich, noch nicht ganz. So, wilde Wiese. Was kriege ich? Ziege, Ziege, das ist klar. Watten. Oh, nicht so fantastisch. Eine schwarze Ziege dabei. Eine Angora. Natürlich gefleckte hier. Wieder eine Angora-Ziege. Und jetzt bin ich gespannt. Aber ich glaube, das reicht nicht. Na, das ist blöd hier. Wie viel sind die Angora wert? Was? Nur 8.500? Ja, haben wir schon 25.000. Dann haben wir die mal rein. Es wird sich nicht ausgehen. Jetzt bin ich gespannt, auf wie viel komme ich jetzt hier. Gefleckte Ziegen. 40.000? 50.000? Es sind 60.900. Nein. Jetzt reicht's. Jetzt reicht's. Das kaufe ich natürlich auf dem Markt nochmal auf hier. Da willst du mich hier verarschen. Die paar Pünktchen, die könnten sie mir auch schenken. Das wäre schön, aber... damit ist nicht. So. Auf den Markt Ziegen kaufen hier. Es ist wirklich verrückt. Es quasi bis auf das letzte Superfutter sozusagen kam es schlussendlich also praktisch noch an. Kaufen wir diese... Na, jetzt kaufe ich auch noch das hier. Ja, clever gemacht hier. Kaufen wir doch für 2.700. 30 anstatt hier 39 für 1.100. Super. So, egal, es müsste wohl jetzt reichen, was man nicht alles tut für so eine blöde Wundrankenreihe hier. Ja, ne, 4 Ziegen hätte ich noch gebraucht, egal. Damit habe ich's. Puh, Mission geschafft, erfüllt. Ich habe die Wundrankenreihe zusammengekratzt. Ob sich das unbedingt noch gelohnt hat hier, ich weiß nicht, vollständigkeitshalber. Gut, damit war's das. Das war mein Baby Boom Day. Bevor ich noch blöde weitere Wortwitze zu den Videos raushaue, sage ich danke fürs Zuschauen von diesem Video. Was habt ihr denn so ergattert? Habt ihr das Event jetzt hier komplett mitgemacht? Fertig gemacht? Würde mich auf jeden Fall sehr interessieren. Ansonsten wünsche ich euch, wenn ihr noch züchtet, weiterhin viel Erfolg und bis zum nächsten Video. Danke sehr. Und natürlich, ciao.